Hi zusammen. Wir haben ja heute für euch das Odys Noon Tablet. Und zwar, wir hatten ja schon jetzt längere Zeit keine wirklichen, ja, ich nenne es mal Schnäppchenangebote oder Schnäppchenartikel mehr hier im Hands-On. Deswegen möchten wir euch jetzt mal das Tablet hier vorstellen. Kurz zu den Eckdaten. Es liegt preislich knapp über 200 Euro, also über 230, 240 Euro. Dafür bekommt ihr ein 9 Zoll, also 9,7 Zoll 4:3 IPS Display, einen Dual-Core-Prozessor und letztendlich, was so mit einer der schönsten Punkte für mich war, ihr bekommt Android Jelly Bean, also quasi schon in der fast nahezu neuesten Android-Version. Sprich, wir haben hier genau genommen Version 4.1.1 installiert. Was ich halt doch sehr schön finde, weil die meisten Geräte, die so etwas günstiger sind als die High-End-Hersteller, sind ja meistens mit irgendwelchen alten Versionen. Und ich zeige das hier mal gerade. Also wir haben hier, wie gesagt, 4.1.1 als aktuelle Android-Version. Und ich denke, da wird auch noch mehr kommen vom Hersteller, dass man dann eben entsprechend die Updates noch nachreichen wird. Ja, schauen wir uns aber erstmal rundherum das Tablet an. So, was wir hier so an Anschlüssen haben. Wir haben hier auf der linken Seite einmal nicht viel. Wir haben hier einmal den Power-Knopf, sprich Display ein aus. Wir haben einmal den Headset-Anschluss, also sprich für Kopfhörer. Wir haben auf der unteren Seite in dem Fall nichts. Dafür umso mehr auf der rechten Seite. Nämlich wir haben hier einmal noch einen dedizierten Home-Button, wofür auch immer die den eingebaut haben, denn man kann natürlich alles problemlos über die Navigationsleisten direkt im System machen, also softwareseitig direkt machen. Dann haben wir hier einen Micro-SD-Slot, wir haben hier einen Mini-HDMI-Anschluss, also kein Micro, sondern Mini. Ist ja immer so eine Sache, was für ein HDMI denn so dich dran ist, weil man braucht einen passenden Adapter und meistens liegt er nicht dabei, so wie hier jetzt zum Beispiel auch. Da liegt jetzt auch kein HDMI-Adapter mit drin. So, und dann haben wir zwei USB-Anschlüsse. Da muss man aber beachten, dass nicht beide die gleiche Funktion haben. Denn wir haben hier einmal den USB-Anschluss, der ist hier hinten auch auf der Rückseite, ist das alles beschriftet. Ist nicht allzu gut lesbar, das ist nämlich hell auf hell, also nicht ganz so klug gewählt. Wir haben hier einmal den USB-Anschluss für die Verbindung zum PC, sprich Daten übertragen auf das Tablet. Und wir haben einmal einen USB-Host-Anschluss, sprich einen Micro-USB-Anschluss. Mit dabei liegt ein entsprechender Adapter von Micro-USB auf USB. Sprich, wir können zum Beispiel USB-Sticks mit anstecken. Also wenn ihr Daten vom USB-Stick aufs Tablet bringen wollt, einfach hier mit anstecken und fertig. Ja, und zu guter Letzt hier noch einmal den Stromanschluss, sprich fürs Netzteil. Das hat nämlich ein eigenes Netzteil, statt einfach nur über USB geladen zu werden. Ja, auf der Oberseite haben wir hier auch noch mal ein paar Knöpfe. Das ist, ach Gott, ich kann es gerade kaum lesen. Wir haben hier einmal den Menü-Button, also diesen Android-Menü-Button und einmal die Lautstärke-Wippe. Ist wie gesagt, die Tasten braucht man normalerweise nicht, sind hier auch recht ungünstig gelegen, wie ich finde, weil so ein großes 10 Zoll Tablet hält man ja doch meistens mit beiden Händen fest und ne, klappt dann eben hier entsprechend mit den Daumen. Da kommt man hier oben ein bisschen blöd ran. Aber im Prinzip egal, denn das kann man ja alles hier über das System letztendlich machen. Also man hat ja hier unten die kompletten Menüleisten. Ja, auf der Rückseite sonst noch sehen wir einmal nur den Namen. Ich hoffe, man kann ihn lesen. Genau, hier haben wir nochmal das Noon stehen und hier den Hersteller Odys. Letztendlich noch eine 2-Megapixel-Kamera. Nichts Besonderes, aber ja, die Fotos reichen, man erkennt, was drauf ist. Viel mehr aber auch nicht. Und noch einen kleinen Reset-Knopf, falls es sich mal aufhängen sollte, dass man das eben mal problemlos zurücksetzen kann. Ja, ansonsten zum Tablet. Wir haben natürlich auch schon ein bisschen hier mit rumgespielt. Wir haben uns das schon mal ein bisschen angeguckt. Es läuft, soweit man sehen kann, wirklich alles flüssig. Also wir haben hier keine Ruckler groß bemerkt, außer halt diese typischen Android-Mikro-Ruckler, die es leider immer noch vereinzelt gibt. Aber ansonsten läuft das System hier wirklich problemlos. Also daran merkt man überhaupt nicht, dass das irgendwie jetzt ein Tablet wäre, das preislich oder auch von der Ausstattung eher in die Unterklasse fast schon zählt. Also in die untere Mittelklasse, würde ich jetzt mal fast sagen. Und ja, dafür, wie gesagt, durchaus gut gelungen, das Ganze. Also hier kann ich es ja mal ganz langsam machen. Also da sieht man dann schon, dass das alles ordentlich läuft. Wir haben jetzt natürlich noch nicht viel drauf, ist aber, ich denke mal, so viel schlimmer wird es nicht werden. Für die Freunde der Benchmarks, wir haben hier nämlich auch mal Quadrant laufen lassen. Ich hoffe, ich kriege hier meinen Results Browser. Ich gucke mal gerade, ob ich hier mein Ergebnis nochmal aufrufen kann. Natürlich nicht. Was haben wir denn hier noch? System Information. Nochmal. Nee, schade, kann ich jetzt das alte Ergebnis gerade nicht mehr aufrufen. Aber ich glaube, bei Antutu ging das.
dass wir eben auch mal den Score an, uns angucken können zum Vergleich mit den anderen Geräten. Es ist halt hier, wir haben genau Benchmark-Punkte von AnTuTu Benchmark haben wir 11.806. Ist natürlich jetzt nicht besonders viel. Also wir können hier den Vergleich aufrufen. Also WLAN ist jetzt hier gerade nicht so doll. Also Spitzenreiter liegt momentan knapp bei 20.000 Punkten und wir liegen hier mit 11.000, ja, so im Bereich vom Galaxy Note. Ne, also vom ersten Galaxy Note, da liegen wir jetzt ungefähr von den Punkten her, also ich sag mal wirklich von der Leistung her absolut ausreichend für das meiste, was man mit so einem Tablet machen will. Denn die meisten Geräte können diese hohe Leistung, die jetzt zum Beispiel die High-End-Smartphones oder High-End-Tablets mit ihren Quad-Cores haben, können die nicht ausnutzen. Von dem her reicht ein Dual-Core eigentlich für fast alles aus. Ja, ansonsten zur Software noch kurz. Wir haben hier ja, eine Art Custom-Launcher quasi. Das ist mit sehr, sehr wenig Anpassungen letztendlich. Wir haben hier immer das Menüsymbol, das wurde angepasst. Und hier unten so ein bisschen die Standardleiste, die haben sie noch ein bisschen geändert. Ansonsten ist hier wirklich fast komplett Android-Standard drauf. Und wie man auch schon sieht anhand der Apps, wir haben hier noch nichts deinstalliert. Hier ist also wirklich fast nichts vorinstalliert, was nicht irgendwie Sinn ergeben würde. Beispielsweise der ES-Datei-Explorer. Finde ich persönlich ein super Programm. Also dem, mit dem man auf sämtliche Dateien zugreifen kann. Wir können ja auch aufs Netzwerk zugreifen und so weiter. Also das ist alles überhaupt kein Problem, dass man da dann eben auch direkt loslegen kann. Man muss also nicht extra jetzt noch irgendwie einen Dateimanager und alles installieren. Einen Taskmanager haben wir mit drauf, finde ich persönlich nicht so sinnvoll, weil das macht Android allein und zwar deutlich besser als die meisten Taskmanager. Wir haben hier einmal noch so ein App Center, das ist von Odys, so ein hauseigene App-Angebot. Ja, was soll's, braucht man nicht unbedingt, denn Play Store ist auch vorhanden, wie ihr seht. Die Benchmarks haben wir jetzt installiert, ansonsten ist halt hier Standardkost drauf mit Kalender, Kamera, Musik, Video, das sind alles so diese Standardangebote, hier Sprachrekorder, ein Flash-Player ist mit drauf, wie sie das dann bekommen haben, frage ich mich auch, aber wie gesagt, im Prinzip kann man natürlich mal benutzen, normalerweise sollte er eigentlich nicht mehr funktionieren unter 4.1.1, aber naja, hier ist er schon mit drauf, wer ihn also braucht, ne, kann hier auch bedenkenlos zugreifen, ist alles vorhanden. Ja, so viel an sich zum Odys Noon. Weil ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas Erwähnenswertes hier haben. Im Prinzip ist letztendlich nur noch zu sagen, die Verarbeitungsqualität. Also im Prinzip das Gerät, man merkt es beim Anfassen, ihr habt hier kein High-End-Tablet. Also es ist hier weder Aluminium, noch haben wir hier irgendwelche direkten Edelglasoberflächen oder was auch immer. Man merkt, hier vorne ist Kunststoff, hier hinten ist Kunststoff, an der Seite ist Kunststoff, alles Plastik. Aber letztendlich, was halt das Schöne ist dafür, ist, die Verarbeitung ist wirklich gut. Also sprich, ihr habt hier keine riesigen Spaltmaße, irgendwo keine großen Abweichungen. Das Material fühlt sich für Plastik auch oder für Kunststoff auch recht gut an. Aber wie man hier vielleicht sieht, hier sind überall schon leichte Kratzer. Das Gerät haben wir jetzt gerade mal einen Tag hier gehabt, das lag ein bisschen auf dem Tisch. Ja, also das heißt, das verkratzt relativ schnell, das ist nicht besonders widerstandsfähig, das Material. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber das ist ansonsten soweit wirklich alles in Ordnung. Hier knackt es auch nichts. Ja, genau, hier knackt nichts, wenn man hier ein bisschen verwindet und so. Das ist nur ganz minimal. Also auch so von der Verarbeitungsqualität her auf jeden Fall nicht schlecht, das Gerät. Also wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall auch in die Empfehlung mit aufnehmen, gerade wenn so im Preisbereich um die 200 Euro was gesucht wird. Da gibt es ja von den namhaften Herstellern leider nicht allzu viel. Und da gibt es eben im 7 Zoll Bereich das Google Nexus 7. Und dann hört es eigentlich auch fast schon auf, weil die meisten haben dann eben kein IPS-Display als Beispiel oder haben eben einen Single-Core-Prozessor oder irgend sowas in die Richtung oder eine veraltete Android-Version, was natürlich mit am schlimmsten fast ist. Da kommt immer vieles zusammen und ihr habt eben alles so, sag ich mal, wirklich zusammen in einem Gerät und das Ganze zu einem super Preis. Gut, soviel zum Odys Noon und bis zum nächsten Mal.